Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf meinem Channel. Wir machen dasselbe wie vorhin, Hühner. So, ich muss mal gucken, warum jetzt hier mein Chat. Ah, mein Chat ist da. Gut. Ein bisschen Hintergrundmusik haben wir auch und jo, da sind wir. Ich habe ja vorhin mit euch die Farbhühner gemacht. Inzwischen habe ich sie ausgebrütet und auf 10, 10, 10 gemacht. Da liegen die ganzen guten Dinger. Und jetzt bin ich dabei, Holzhühner zu machen. Vier, sechs, fünf. Das heißt, wir legen den raus. Oh, das geht schon ein bisschen. Ja, die Hühner sind sehr anfällig, merke ich schon. Zwei, fünf. Drei. Das heißt, die können wir zu den anderen packen. Ich weiß nur nicht, dass nicht alles akzeptiert wird von den Quests. Aber vielleicht muss ich das wieder immer genauso machen. Wie bei den anderen, dass hier nicht 10.000 Hühner gemacht werden. So, was haben wir hier? 2, 2, 3. Dann schmeißen wir einen von den Hühnern raus. Schneeflockenhuhn ist auch fertig dann. 3, 3, 2. Okay, du gehst hier rein. Und du bist auch 1, 1, 1, also gehst auch du raus. Und dann schmeißen wir die Hühner hier wieder weg. Beziehungsweise packen die erstmal hier rein. Jetzt haben wir hier einen Schneehund. Oh, 6, 10, 6. Da schmeißen wir den dann mal weg und den da rein. Und packen noch einmal Hühnerfutter dazu. Die brauchen noch, allerdings 60 ist ein bisschen zu viel. So, die können wir ein bisschen beschleunigen. Und zeige euch mal, was ich zwischendurch noch gemacht habe. Also ich habe erstmal ein bisschen aufgeräumt, hier ein bisschen begrünt in der Zwischenzeit, ne, war lauter Langeweile und wie ihr seht, ist mein Fahrstuhl weg. Der geht jetzt noch da oben. Da haben wir hier einen weißen Punkt. Und wenn wir uns darauf stellen, sehen wir erstmal Schaden. Und dann können wir uns nach oben bewegen. Einfach ein bisschen springen und dann kommen wir natürlich zur Decke. Sollte schneller gehen als momentan. Dann halt die Gartenplatte aufgestellt, um mehr Sachen zu kriegen. Irgendwie wird das hier allerdings nicht rausgezogen. Komisch. Aber gut. Ja, alles begrünt und wie ihr seht, Hühner gezüchtet. Die Farben sind alle auf 10, 10, 10. Es ging auch ganz hurtig, muss ich sagen. Die können wir hier auch mal. Die Oberheit nochmal unten im Inventar, die können wir nicht immer wieder aufladen. 17,6. Das heißt, die kommt weg. Die kommt drin. Oder wieder zweimal Futter. Das machen wir so lange, bis die 10, 10, 10 ergeben. Letzte beschleunigen. 3, 4, 3. Nehmen wir dich weg. Und du kommst wieder rein.
Aber Baumstamm und Sandhühner, das heißt, wir hätten Holz in Massen. Der Schneeball macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir können mal gucken, was meine Hühner noch brauchen. Und irgendwie ist hier oben auch nicht alles. Aber wir können ja mal den Markt machen. Was brauchen wir für den Markt? Der Markt kostet uns Wolle, Emerald und Dark Oak Blanks. Ja. Fleischblock. Vorher kriegen wir den gar nicht raus. Nicht gut. Wie kriegen wir den Fleischblock her? Ich glaube, der kann es aufnehmen. Also. Habe ich die ganze Wolle schon verbraucht? Ich habe keine Fäden mehr und keine Wolle. Doch. Habe ich doch. Mal. Wo sind denn meine Emeralds hin? Sind die beim Umsammeln verschwunden oder was? Wohl eigentlich ein Stick hier. Wo waren das jetzt? Muss ich das mal durchbuddeln hier? Da war. Jetzt kann ich, glaube ich, unten. Ich sehe gar nicht, ob ich das. Alles mit dem normalen. Zuletzt mal. Nee. Einmal. Dann bin ich so wieder den Weg. So, was war der Markt? Den machen wir mit Dschungelplanks. Dschungelplanks zeigt definitiv nicht. Aber Holz hier. Holzplanken. Holzplanken, also dementsprechend Bretter. Einmal Holz in der Mitte und Wolle außenrum müsste eigentlich auch gehen, ne? Nein. Lass mich raten. Es geht nur mit Holzbrettern, die ich nicht besitze. Karzenholzbretter, davon habe ich nur drei, ne? Kannst du mal mit Fichte probieren?
Ach so, die sind außenrum. Dann kann es natürlich nicht gehen. Ich komme so hin und dann immer rechts. Baumbalsam. Kaktusfrucht. Okay, brauchen wir gerade nicht. Ich wollte nicht, dass der Rest hier nicht anerkannt wird. Hühneranalyse habe ich doch. Chicken Seed. Ist eine Frage, ne? Obwohl, wir klären erstmal das, was wir haben. Brauchen wir nicht. Keine Ahnung. Haben wir schon. Wollen wir nicht. Haben wir schon. Brauchen wir nicht. Da ist nicht wirklich was bei, was wir wirklich gebrauchen können. Hat sich ja richtig gelohnt. Ja, ich habe übrigens einen Haufen Müll mit reingeschmissen, sehe ich gerade. Naja, weil ich einfach nur die Kisten ausgeleert habe und das reingeschickt habe. Und das ist wirklich meine. Wir haben das Ding und trotzdem wird das Ding nicht anerkannt. Gut, dann bauen wir sie nachher nochmal. So, 18,7. Ich denke mal, das ist der schlechtere. So, du bist noch nicht fertig. 5,44. Ja, nehmen wir dich raus. Oh mal, vielleicht wollte ich den Körner draus. Und dann schicken wir die wieder rein. Zwei. Was kommt jetzt eigentlich nach Sandhuhn? Lehmhuhn. Lehmhuhn wird gemacht aus Schneeballhuhn und Sandhuhn. Der Schneeballhuhn kommt nicht wirklich aus dem Hintern. Ein Sandhuhn hätten wir hier. Und einen Schneeballhuhn kriegen wir gleich raus. Das braucht am längsten. Muss erst gefrieren, das Huhn. Aber haben wir gleich. Dann können wir den nämlich gleich hier drin Seite dran packen. Eigentlich müssen wir die auch nicht auf 10, 10, 10 machen, ne? Eigentlich reicht das, wenn wir das so lassen. So. 19, 7. Also, du bist am schlechtesten, also gehst du da rein. 3, 3, 3. Ja, ist geklärt, was wir machen. Dann nehmen wir hier rüber, nehmen jetzt das Sandhuhn, das Schneeballhuhn und gucken wir mal, ob wir das Ding ein bisschen. Was du hier sagst? Auch ein bisschen verschneidern können.
565. Ja, dann gehst du raus. Und dann zack. 10, 9, 10. Du gehst raus. Braucht noch ein bisschen. Und ihr seid am Behüten. Dauert alles ein bisschen. Aber es ist immer so das erste Huhn. Mit viel Glück kriegt man das Richtige raus. Mit viel Pech nicht. Okay, leer. Und da wäre jetzt schon wieder fertig. 10, 10, 9. Ja, ist klar, ne? Kriegst du raus. Sieben, acht, fünf. Ist eigentlich auch erklärt. Und das Hühnchen brauchen wir immer noch ein bisschen. Nächste sind nur 10, 10, 10 Hühner bei Holz. Und der Stab ist wieder leer. Wir nehmen wieder ein paar Eier rum. Und die müsste eigentlich jetzt am schnellsten gehen. Erledigt. Kreuz ist voll. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir brauchen 16 Stück. Also 32 Seeds. Also 23 rein gucken, wie viel rauskommen. 8, 9, 7. Ja, dann werden die 5 raus. Und erst wenn 10, 10, 10 voll ist, dann schmeißen wir das voll. Und? Nein, wir haben Schneeball bekommen. Acht, neun, sieben. Das heißt, du fliegst raus, du gehst rein. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt ja. Immer so weiter. Hier sind 10, 10, 10 schicken. 3. Und der muss noch ein bisschen fertig berieten. Wo die Frage ist. Neunzehn, neun. Ja, ich glaube, ich werde noch einen dritten Teil machen müssen. Neunzehn, zehn. Was geht zehn drin, also raus mit dir. Vorteil ist, wir könnten jetzt eigentlich die nehmen.
Die brauchen noch ewig. So. Drei, vier, fünf. Ist egal, die können wir alle rausnehmen. Zehn, 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 zehn. So, jetzt haben wir hier 10, 10, 10. Und ich muss mehr reinhauen. Hier da oben hin, jetzt nehmen wir den Sand raus und packen den Zehner da rein. Könnte nämlich ein bisschen schneller gehen. Du kriegst noch ein bisschen Futter. So, mal wieder aufladen das mit Strom. Und dann müssten wir eigentlich hier Schicken, Ruß bauen oder Schickenhäuser. Wo müssten wir Ruß haben, ne? Dann müssen wir mal hier unten ein paar Hühnchen loswerden. Bei oben schicken wir mit 10, 10, 10. Ne. Alle raus. Schon zwei Kisten voll. Der wurde auch nicht akzeptiert. Also gut. Sollen wir jetzt schnuppeln? Und 16 ist Schluss. Mit Berührte rein. Zack. Die nehmen wir jetzt alle mit. Und auch hier sind jetzt 16 drin und die nehmen wir praktisch wieder raus. Die Partyspitzhacke, die geht jetzt am schnellsten.
Ups. Und dann nehmen wir die Rust und stellen da erstmal Sandhühner rein. Dann nehmen wir den Rust und stellen die Holzhühner rein. Heißt, ein Huhn produziert massenhaft Sand, der nächste massenhaft Holz, wenn wir es unbedingt brauchen. So, damit können wir jetzt hier das Futter rausnehmen, hier reinpacken und gucken. 5, 6, 5. Das heißt, wir können den mal rauskanten, den reinfügen und dann geht's weiter. Und so macht man alle letzten Hühnchen auf. 10, 10, 10. Gucken, ob wir den beschleunigen können, nachdem wir ja zumindest einen Zehner drin haben. Nicht wirklich. Aber egal. Übrigens, die Musik ist von No Copyright Sounds im Hintergrund. Hier kann man noch ein bisschen speeden. Und alles wie auch immer wieder Futter. Futter ist ja immer gern gesehen. Und jetzt müssen wir dann bei den Kühen machen, ne? Die müssen wir dann auch hochruhen. Ja, der Teig ja schon mal alleine getan. 5, 5, 7. Du bist schlecht, du gehst raus. So, was haben wir denn hier? Was geht mit? Das gehen wir mal. Gucken, ob es klappt. 87, 88. 90, 94, 90. Ihr könnt mir mal die Frage beantworten, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Dann mixen wir den mal mit anderen. Also stellt mir beantwortet mir die Frage in den Kommentaren. So, jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller, nachdem es keine Null ist. Und es sind sie im Huhn rausgekommen. So wie wir es wollten. Und noch zweite Trinken raus. Neue Futterin. Was jetzt hier? Sechs, acht, sieben. Und sagen wir, schmeißen dich raus. Wie gesagt, morgen am Tag gibt es keinen Livestream, beziehungsweise erst abends.
Bin nämlich nicht da. Deshalb heute mal so ein doppelter Livestream. Ist auch sehr interessant, wie das bei Wachsen wird. 799. Nehmen wir die 5 jetzt raus. Das haben wir auf der Innenseite, haben wir die Farben. Sieben, zehn, zehn. Ja, nehmen wir natürlich 6, 8 raus. Ja, bitte Futter. Danke. Kriegen wir jetzt so 10, 10 raus oder 10, 19? Müssen so elendig warten, wenn wir diese Uhr nicht hätten. Habe ich das nicht gerade gesagt? Dass wir das rauskriegen sollten? Oder rauskriegen werden? Jetzt kommt ein 10 sehr hohen. Definitiv. Wir hätten 10, 10, 9 drin lassen sollen, ne? Aber ist eigentlich so oder so egal. Weil das nächste ist ein 10, 10, 10 Huhn. Ist schon wieder so ein. Machen wir gleich. Hier brauchen wir jetzt 32 circa. Nochmal 30. Jetzt sehen wir hier hin. Jetzt nehmen wir das raus. Packen wir drin, das geht nämlich dann schneller. Und los geht's. Könnte ich mal bitte einen Lehmhuhn rauskriegen? Der Vorteil ist nämlich, das Lehmhuhn könnte gleich eine höhere Statik haben. Trotzdem eins. So übel. Gucken. Irgendwo. Liegt nämlich 10er drin. Ich packe mal da oben rein, falls wir die unbedingt wieder brauchen sollten. Und hier sind so die Loser-Hühner drin. So, 10, 10, 10, du triffst, da kommen noch ein paar. Hier, dann geht's schneller. Also, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Können wir gucken, was brauchen wir als nächstes tun? Willst du mich rollen? Jetzt hast du doch anerkannt. So. Das Pfannhaus haben wir nämlich auch schicken wollen.
könnten mal ins Abbauen noch mal. Willst du mich rollen? Jetzt hast du es doch genommen. Kann ich das Ei auch nochmal in die Hand nehmen? Wo haben wir das denn hier? Das sind wir nicht. Das nimmt er nicht, warum? Das schicken wir ja nicht. Hab ich. Hallo, hab ich. Und das Ecknest auch nicht. Ist das eine falsche? Gut, das. Das. Will der Rechner mich gerade veräppeln? Egal. Hat er jetzt genommen und dann ist gut. So, warte mal hier. Controller, Connector. Das Ding habe ich wirklich noch nicht, glaube ich, oder ist das? So, wie weit sind wir hier? Noch unbekannt. So, welches Hühnchen nehmen wir endlich als nächstes? Ein Redstone-Hühnchen könnten wir gebrauchen. Das machen wir mit einem roten Huhn und einem Sandhuhn. Sandhuhn auf 10, 10, 10 und ein rotes Huhn. Rosa, rotes Huhn. Ein rotes Huhn. Und einen Sandhuhn. Gleich mal hier einsperren. Futter geben. Und weil es so hoch gezüchtet ist, brüten lassen. Und es kommt ein rotes Huhn raus. Wow. Neuer Versuch. Redstone. Und wir haben Sandhuhn. Wow. Neuer Versuch. Redstone. Und wir haben Sandhuhn. Wow. Neuer Versuch. Redstone. Noch ein Sandhuhn. Wow. Falsche Huni, ne? Ne, rotes Huhn. Und? Weizmann? Sandun. Wow. Ich brauche Weizmann nun. Wahnsinn, die Sandhühner jetzt alle 10, 10, 10. Und wir haben ein Redstone. Du bist 10 zu 10 und du bist natürlich auch 10 zu 10. Und wir brauchen natürlich noch ein zweites Redstone-Huhn. Und wir haben noch ein 10 zu 10 Sandhuhn. Ich liebe Glücksspiele. Nochmal ein rotes 10 zu 10 Huhn. Freut euch, die können wir stecken.
Moment nochmal, Sandro, wie kurz sind wir hier? Sind wir bei 7? Und hier möchte ich eigentlich nur ein einziges Rezept haben, bitte. Dankeschön. War gar nicht nötig. Ja, natürlich war das nötig. Ja, die brüten auch noch eine Weile. Und dann können wir die nämlich schon mal wegbringen. Nein, falsche Kiste. Meine 10-10-Kiste. Ein bisschen Kaka aufsammeln und ein paar Eier aufsammeln. Alles wird gut. So, nächste Questreihe. Warum wird jetzt so gut schon wieder nicht anerkannt? Lehmhuhn. Können wir das mal kurz. Rest von Hund ist anerkannt worden, Dankeschön. Ein Schleimhuhn, wie machen wir Schleimhühner? Ein Lehmhuhn und ein grünes Huhn. Ein Lehmhuhn. Wäre schön, wenn die mal wachsen würden. So, was haben wir sonst noch im Angebot? Ein Feuersteinhuhn macht man aus. Feuerstein. Oder irrt mich da jetzt gerade? Den Markt können wir hier rausschmeißen, brauchen wir nicht. Und packen wir hier zwei Eier rein. Zeig doch. Macht man direkt aus Feuersteine. So, das heißt, wir setzen die jetzt hier hin. Natürlich. Und die sind auch gleich am Anfang groß. Den Akzept. Ja, hat er. Und auch du kriegst Futter. So müssen wir hier weiter. Bei 8, 9. Die sind noch unterwegs. Und die ackern sich auch noch tot. Ein Eisenhuhn. Eisenhuhn macht man aus Feuersteinhuhn und Kn noch ein weißes Huhn. Noch mehr. Das heißt, wir kommen da erstmal noch nicht weiter. Aber wir haben den Hühnerquest fast fertig. Wir haben dafür nur einen Tag gebraucht. Und du hast schon genug Sand? Jo. Und du hast hier noch Holz. Bei 13, das Ding ist alle.
16 und damit ist es vollständig. Und wir können mit Schnee holen im Endeffekt auch hier rein. Snow holen. Kann ein bisschen Snow da drinnen. Das ist doch noch. Das dauert auch noch, das heißt, wir kommen dann nicht weiter. Wir machen eine kleine Streampause und sind gleich wieder für euch da. Thank you.
Hallo Leute, und da bin ich wieder zurück am Start für euch. Und was machen unsere Hühner? Das freut mich schon. Damit geht es ein bisschen schneller. Die sind aber noch nicht weiter. Die werden langsam. Wollen wir mal ein bisschen beschleunigen. Oder auch nicht. So, gleich sind sie fertig, die ersten. Dann will ich ein bisschen Energy reinlaufen und die nehmen auch mal Energy. Habe ich schon, habe ich noch ein bisschen ins Bett muss. Lecker. So, was? Komm schon. Ein bisschen geht schon. 95, 96, 97 und 100. Und wir haben 3, 2, 3. Also das können wir komplett rausschmeißen. Da braucht man nicht mal gucken. Ach, warum leckt die Musik schon wieder? Ich hasse es. Und die könnte man nämlich dann noch so auch nehmen und raus, jeden rausschmeißen. Also sobald die nicht mehr eins sind, geht es schneller. Nur der Anfang ist immer richtig zum Kokoko. Ach, will ich jetzt nicht sagen. Nächste Futter drauf. Jetzt aber hier kann man nochmal Kacke einsammeln. Damit können wir nämlich Essen düngen. Läuft doch. Also der Vorteil ist, dass ich gleich eine Mob haben und sowas hatte und sehr viel Knochenmehl hatte. Und fast alle Eier mit Farbe aus dem Dings bekommen habe. Aus der Chest. So, dann können wir mal gucken. Dafür brauchen wir was? Netherquarz. Den können wir auch nicht so herstellen. Haben wir aber auch da. Schwupp, zwei Eier rein. Und dann haben wir auch den Netherquarz-Hühner. Schon wieder drüber gesprungen. Ach ja, Futter sind immer auch das gepackt, ne? So, ein Glashuhn, Netherquarzhuhn und Rexhuhn. Bluthuhn. Lebenhuhn und ein grünes Huhn. Lebenhuhn haben wir hier. Und ein grünes Huhn. Aber hier, dementsprechend können wir das Ding gleich hier rein platzieren.
Also die Hühner, die wir hier haben, sind keine Zähne, also kommen die unten rein. So. 4, 2, 3. Ist klar. Kommst hier rein. Und die brauchen alle noch ein bisschen. Ach, ich hasse das Lecken meines Rechners. So, was können wir sonst noch hier tun den Hühnern? Gut, haben wir alles. Ein Eisenhuhn machen wir wie? Mit Feuersteinhuhn und Knochenhuhn. Feuersteinhuhn. Sind die, die ich gerade züchte. Dann nehmen wir die raus. Und weiter geht's. Ups. Sechs, vier, sechs. Also du raus. Amoklaufing im Hühnerquest. Ich glaube, keiner hat so schnell 747 so schnell bis jetzt diesen Quest erfüllt. Muss ein Livestream. 8, 6, 8. Ja, fliegst du raus. Mal aufladen lassen und weiter geht's. Also schmeißen wir sie mal raus. Übrigens, der Node-Tycoon, die ganze Zeit, der macht mit den Farbhühnern. Weil der Vorteil bei den Farbhühnern war, die musst du dich erst zusammenkoachten. 9, 7, 10. Fliegst du raus. Aber ich mach sowas jetzt nicht lernen. Bin ganz ehrlich, also. 10, 9. Und kriegst du jetzt raus. Wir sind hier sehr fertig. Und du kriegst raus. Du bist ein 10er, also zack. Kannst du mich besser verstehen, dass ich mich da eure Kollegen zum Wachsen bringe. Hier war jetzt kein Zehner drin. Geht in die Todeskiste. Hier haben wir einen Zehner. Hier können wir 30 machen. Rein. Können wir sich hier reinpacken und einen Knochenhuhn dazu packen. Und dann sagen wir mal, habt Spaß miteinander. So,
Wie sieht hier aus? 3, 2, 2. Ja. Wollte gar nicht überlegen. Knochen, wow. Neuer Versuch, neues Glück. Ein Feuersteinhund. Und nochmal. Ein Feuersteinhund. Wir müssen ein Foto holen. Wäre. Wenn man es unter Kontrolle behält. Frage, irrt mich der gerade oder? Schleimhuhn und Lebenhuhn. Also, Lebenhuhn und grünes Huhn. Ah, Schleimhund. Lehmhund und Schleimhund. Was bitte? 2, 2, 3. Also, fliegst du raus. Wenn wir die 10er Hühner wegbringen. Und die Todeskandidaten. Das erste Eisenhuhn wäre da. Um das nächste Eisenhuhn zu kriegen. Knochen. Nochmal Knochen. Wollt ihr mich jetzt ärgern? Kreuzung mit Lungen, Abby. Hi, Wives. Willkommen im Stream. Und nochmal vorstellen. Ich verstehe leider nicht, was du beschreibst, aber jetzt muss ich nochmal gucken, weil es halt gerade über sind. Fliegen wir schnell zum Loots. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Wenn du willst, kann ich auf Discord kommen. Alles steht. Kann ich machen, okay.
Hochzeitsfotos auf jeden Fall, noch habe ich nicht hingeguckt. Hoi, du alter Sack, wie geht's dir? Ja, wie gesagt. Bist du allein zu Hause? Nein, meine Frau, wo ist Himmel? Himmel ist, glaube ich, im Bett. Warte mal, ich komme auf Discord. Moni? Kommt doch auf Discord? So, dann gehen wir mal zu Discord. Und klingeln mal im Kreis. Ja, wie gesagt, Himmel ist wahrscheinlich im Bett. Er hat mir gestern irgendwas davon gesagt, was wir ihn heute wohl nicht mehr hören werden. Und wieder ein Feuerstein. Geht mein Discord nicht, oder? Hi! Wow! Jetzt muss ich immer leise machen. Hi, hi! Hi! Bin ich zu laut? Ja, ein bisschen. So. Nee, Himmel hat er gestern gesagt, dass er heute wohl nicht online ist, weil er arbeiten war oder arbeiten ist. Jetzt höre ich das mal selber, dass das viel zu laut ist. Naja, ich hatte nicht auf 100%, also das ist nicht so schlimm. Ein Eisenhuhn, hurra! Hurra, hurra, das Eisenhuhn ist da. So, ich mach mal da einen Stream-Sound aus. Ne? Ja, sonst hast du mich doppelt. So, den packen wir nämlich da rein. Und den Rest. Hier rein. Und dann. Das Leibhuhn ist auch noch nicht geworden. So, dann brauchen wir den Knochenmilch zurückbringen und den Feuerschweinhuhn. Es ist echt unglaublich, wenn ich sie auf diesem Moment so was in der Top von Stream sitze, was welche Game am meisten gestreamt wird. Hm. Ich tue nicht letztes Jahr, ich sag mal letztes Jahr ein bisschen aktiver gestreamt, waren Minecraft immer ganz oben. Ja. Scheiße, und jetzt ist das in der dritten Reihe. Ja, manchmal sogar noch ganz tief. Also noch weiter unten als dritte Reihe. Guck dir mal an, 200 Jahre vor Fortnite, 241k. Ja. So, und dann, okay, League of Legends mit 161, das sind fast 100k mehr bei Fortnite. Mhm. Und dann kommt, irgendwann kommt dann Dota mit Dota 2 mit 80,5k. Ja. Das ist abnormal. Ich weiß auch nicht, warum man so lange bei Fortnite zugucken kann, also es passiert ja immer dasselbe. Ja, das ist der Typ. Es liegt daran, ob derjenige, die es präsentiert. Ich meine, du kannst natürlich ganz langweilig kontinuierlich ausspielen, ja, nichts machen. Oder du machst es spektakulär. Ja. Also wenn ich nicht so bei Minecraft gucke, okay, Zero to East Day oder so, weißt du, wenn das sind so all die englischen Streamer und so. Ja, ich versuch's. Ich weiß nicht, ob das real ist. Ich meine, 4,2k, das ist. Ja, manchmal schon komisch. Nochmal. Ja, manchmal ist das schon komisch. Ja, das ist der Hälfte, was eigentlich an was jetzt an Streamer ist.
wenn ich deutsche Streamer nehme. So, ja. Das ist alles nicht das, was wir wollen. Es geht nicht über. Deutsche Streamer haben bei Minecraft das höchste 32. Das geht nicht mehr höher. Hm. Das ist ganz schön. Ganz schon krass. Wirklich krass. Ja. Ich brauche unbedingt einen neuen Prozessor. Vielleicht sollte ich mal wieder die Vorschau ausmachen, vielleicht wird es dann besser. Moni? Kommst du auf Discord? Kommst du auf Discord? Gebracht, ne? Nee. Ich hätte gern Slime. Hast du von Drachenlord gehört? Nein. Nein? Der hat Streaming-Verbot. Ich sag, ein Drachenlord hat Streaming-Verbot. Warum? Von der Bundesnetzagentur. Wie kommt's? Die haben ihn wohl angeschrieben und der sollte wohl irgendwas da beantragen, damit er ein TV-Sender wird. Mhm. Auf jeden Fall hat er seinen Antrag gestellt bei denen und der wurde abgelehnt. Okay. Das heißt, er darf jetzt offiziell nicht mehr streamen. Weder als Drachenlord noch als irgendwas anderes. Gut, im Endeffekt kann er einen neuen Kanal aufmachen, dann interessiert es glaube ich auch erstmal wieder keinen, aber als Drachenlord hat er das Streamverbot. Nein. Oh. Die nächste, die Gleise machen muss. Moni, ich weiß nicht, was du tust, aber du bist schon bei mir auf 40% und brüllst immer noch rum. Läuft bei dir? Nein, nicht wirklich, aber egal. Jetzt besser? Nein, jetzt hört sich an, als würdest du auf Toilette stehen. Nee, im Bad. Mach deine Sachen leise, bitte. Hab ich schon. Das wollte auch keiner wissen. Es tropft noch nach jetzt. Ach, das ist die Badewanne. Okay. Ich dachte, du bist bei Andrew im Zimmer. Du hast aber gesagt, kommst du auf Discord? Oh. Du Moni, ich muss das mal leiser machen. Ja. Ich lege euch mal zur Seite. Ich höre euch aber weiter zu. Okay. Ja, ich hab dich leiser gemacht, jetzt stört's nicht mehr so. Und nein, Leute, das ist kein Porno. Das ist immer noch Minecraft. Moni soll es leiser planschen. Ich versuche mal. Weißt du, was schon erzählt, was uns heute passiert ist? Nein, und das ist. Ich weiß gar nicht, ob man das im Stream sagen kann. Ja, ich denke mal schon. Da sind andere Leute wenigstens gewarnt davor. Bei uns stand heute die Polizei vor der Tür. Was ist passiert da? Es hat sich illegal drei Leute, also eigentlich haben die nur einen gesucht.
Also und die Polizei hat uns gesagt, dass sich ein Mensch bei uns illegal angemeldet hat, ob der bei uns wohnt. Und wir haben dem Polizisten gesagt, nö, der wohnt bei uns nicht, den kennen wir nicht mal. So, dann sind wir zum Meldeamt, weil ich rauskriegen wollte, wer der Typ ist, wann er sich angemeldet hat und sowas halt alles, ne? Und da sagt man mir beim Meldeamt erstmal, dass ich gar keine Auskunft kriege, weil ich bin nur Mieter. Das kriegt wohl nur der Wohnungsbesitzer. Also meine Wohnungsbaugesellschaft, dachte ich, gut. Dann habe ich den halt so zugequatscht, bis da irgendwie der Chef kam und gesagt hat, okay, ich nehme mir die Sache mal an. Und dann hat er unsere Adresse überprüft und hat festgestellt, dass sich bei uns drei Leute illegal angemeldet haben. Sogar mit einer falschen also denen die Wohnung gehört, an die Vermietung. Selbst das Ding war gefälscht im Endeffekt und alle drei haben in unserer Wohnung gewohnt und haben sich als Hauptmieter angemeldet. Okay. Naja, die sind, obwohl wir schon seit 5 Jahren in der Wohnung wohnen, ne? Aber im Endeffekt, die wurden heute abgemeldet. Aber wir wissen halt nicht, wie lange die hier angeblich schon gewohnt haben sollen. Und ja, was als nächstes kommt, so. Pakete, Telefonanschlüsse und so ein Scheiß halt, ne? War schon echt heftig, dass man sich mit gefälschten Daten beim normalen Bürgeramt im Endeffekt einfach anmelden kann, obwohl im Computer steht, dass da jemand wohnt. Ist mir auch neu, muss ich sagen. Naja, das Problem ist, dass in Berlin sind die zwar vernetzt und da steht zwar auch, dass wir in der zweiten Etage wohnen, aber du kannst halt in einen anderen Bezirk gehen und die überprüfen auch nicht, ob die Wohnungsbau wirklich Wohnungen da hat, sondern sagen einfach die Adresse gibst du an und dann sagst du denen einfach, wer deine Wohnungsbau ist. Und wenn du dann noch ein Schriftstück hast, auch wenn es gefälscht ist, überprüfen die das nicht so eilig, wie sie es in Berlin haben. Und dann melden sie Leute einfach an. Okay. Aber da war ich sehr entsetzt drüber. Moni, ich schwimme nicht so weit raus. Ja, wird ja mal Zeit. Hat er gespritzt oder gestrichen? Das hört sich irgendwie ein bisschen falsch an. Aber ich weiß ja, worum es geht, Moni. 5, 4, 6. Nichts. Ich habe nur gesagt, das hört sich ein bisschen falsch an, wenn du sagst, er soll aufpassen, wo er hinspritzt. Nee. Ich gehe morgen früh baden. Schon wieder nicht das, was ich will. Schon wieder ein hässliches Leben. In 3 Minuten können wir Enno gratulieren, ja. Glaubst du, dass er noch wach ist? Denke ja, oder? Rein theoretisch gesehen ist er um die Uhrzeit noch wach, ja. Moni, spätestens um 1 bis ins Bett. Ich stehe hinter dir. Achso. Ja. 5, 6, 6. Sind alles Todeshühner? Sind zwei.
Ja, da ist unser Bengel schon 16 Jahre lang auf der Welt. Jetzt schneller. Ja, das merkst du vor allen Dingen erst, wenn du Kinder hast, weißt du? So. Vor allen Dingen, das ist unser erster. So, das sind nur so 2 Jahre, bis er endgültig selbstständig ist. Gibt einen schon ein bisschen zu denken. Was machst du da, Moni? Ja. Ja, und Mama. Das schicke ich ihn auch gleich nochmal persönlich. Dann musst du jetzt schicken, wir haben es 0 Uhr. Ja, das mache ich gleich weiter. Ich war die Erste. Ja. Gib mal bitte mein Handy, ist in der Wohnstube. Dein Handy liegt hier. Das ist ja echt schon 16 Jahre, das ist Wahnsinn. Schön. Gute Nacht. Um 23:09 hat er gute Nacht gespielt. Handy scheint er auszuhaben. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag wünsche ich dir, mein großer. Ja, was soll ich jetzt sagen? Wir sehen uns dann nachher, ne? Lass dich gut gehen, lass dich den Tag nicht ärgern und viel Spaß in der Schule. Das ist gemein, gemein, oder? Ja, was ist darin gemein, Moni? Das ist das Leben. Habe ich vorhin schon mal gesagt, der hat gesagt, der kommt heute nicht. Stimmt, der hat spätig, hat er gesagt. Ich sehe es passieren, dass er kommt. Nee, ich glaube, denn wir war schon da. Dann sind wir aber weg. Er ist auch offline. Ja. Ist er schon. Der wird im Bett liegen, um sich zum mal seelisch darauf vorbereiten, noch einen Tag und dann fährt er 6 Stunden ins Kannst du mal Bett. bitte woanders reden? Du glaubst gar nicht, wie kacke sich das anhört. Wenn du neben einen stehst und. Kriege diese Schleimhühner nicht. Ich komme auch gleich zum Nachdenken auf den Balkon. Nee. Ich spiele immer noch Fortnite. Ich bin in einem Parcours am Bauen. Ich müsste auch mal wieder Fortnite spielen. Ich finde das so interessant, die Kreativmodus zu spielen und Parkour zu bauen. Okay. Ich hatte echt den Abneigung gegen das Kreative, aber jetzt, ich weiß nicht. Ich finde Das ist cool gemacht. find den Kreativmodus ein bisschen dumm. Warum? Der gefällt mir nicht. Also Was die. gefällt dir dann? Na, die sollten meiner Meinung nach ein besseres Menü machen. Also du musst erstmal 10.000 Sachen hinschmeißen, um dir dann was zu suchen und sowas und alles. Haben sie alles doch verbessert. Naja, besser wäre, nehmen wir mal Minecraft, du hast eben Menü und kannst die Sachen ausbauen, auswählen, hinstellen und nicht, dass du da erst alles auswählen musst, dann schmeißt du das hin und dann musst du nochmal auswählen. Das ist so, was mir nicht gefällt. Aber was der mal zeigt.
Heute Morgen lag Schnee auf dem Auto. Heute Morgen lag Schnee auf dem Auto. Hat doch gar nicht geschneit. Echt? In der Nacht muss ich geschneit haben. Aber ganz leicht nur. Hab den Scheinwischer angemacht und weg war. Ja, ich hoffe, du hast die Handbremse nicht wieder angezogen. Nein, ich hab den Gang drin. Gut. Ich hab den ersten Gang drin und fertig. Okay. So Leute, ich mache eine kleine Streampause und bin gleich wieder da. Ist nicht wirklich netter Quatsch, Hühner in Hülle und Fülle gemacht. Also den machen wir jetzt 10. Den bringen wir jetzt noch weg. Die gehen da hin und die 10er stellen wir hin. So, und wie gesagt, kleine Streampause, ich bin gleich wieder. Das war gerade cool. Guckst du den Himmel hoch und sehe, wo es auf liegt? Nee, Sternschnuppe. Hast du, was du willst? Ja. Was, das Ende noch ein Jahr älter? Verrate ich dir doch nicht, was ich mir wünsche. Alter. Nämlich geht's ja immer in den Erfüllung. Das ist ja selten so ein hellen Himmel. Sichtlinie. Das ist ganz klar. Muss auch mal wieder Fortnite spielen. Also spätestens Donnerstag. Wenn du mir sagst, ja? Nee, dann kommen die. Dann kommen die Wochenaufgaben raus. Ja, dann kann ja niemand mitspielen. Ich bin über Enrus-Rechner und ich guck euch zu. Ist Enrus schon da? Nee. Nee. Ja, dann kann ich ja über Enrus-Rechner Fortnite spielen, das stimmt. Oder der ist so tot und fällt dir erstmal auf der Couch und fliegt. Glaube ich nicht. Ich denke mal, du kannst aufgeregt. Ich glaube, der ist ganz aufgeregt. Ja, wird auch sein. Ich schätze mal abhaken, wenn er denn drinnen sitzt in dem Berliner Zug, dann wird er auch die Augen mal hoffentlich zumachen. Ja, ich meine. Es ist doch ganz klar, ich meine, er geht, ich sehe das so, er geht irgendwo hin, wo er nicht die Umgebung kennt. Weißt du? Und das. Moni, kennst du das Buch, der kleine Mann in der großen Stadt? Hm. Das ist der mit. Ich glaube, der kommt nach Berlin und will am liebsten gleich wieder zurück. Er hat dir gesagt, weil es nicht so viele Menschen sind, dass er auf dem Bahnhof hin und wartet so lange, bis wir ihn abholen. Na, wir werden schon eher da sein. Ja, wir müssen erst mal im Bahnhof einen Parkplatz finden. Außerhalb des Bahnhofs, aber im Bahnhofsgelände parke ich nicht. Weil dann darfst du Parkgebühr im Parkhaus zahlen. Ich glaube 2 Euro, ich glaube 2 Euro für 2 Stunden. Kannst du die Kreisler, wo die Taxi stehen? Nee, da darfst du nicht stehen. Da, wo die Busse stehen, meinst du? Nee. Da darfst du nicht parken. Ja, da darfst du nicht mehr parken. Das war extra für Leute, die da ist nicht mehr. Du kannst jetzt auf der Seite Glück haben, da wo das Sozialgericht ist, auf der Seite, wo die Busse für alle sind. Wenn da hinten noch was frei ist, dann kannst du da parken. Und ansonsten hast du überall eine Parkuhr. Und was das kostet, weißt du? Ja, 50 Cent für 5 Minuten. Für eine halbe Stunde 50 Cent. Was kostet bei euch parken in Hannover? Das ist genauso teuer, Arschteuer. Okay, auch teuer, ja. Ja. Ist schon Wahnsinn, was wir nehmen an Preise. Da hast du recht.
Ja. Oh, vieles ist noch. So, dann bin ich schon wieder zurück. Moni? Ja, mach die Tür zu. Oder geh in einen anderen Raum, bitte. Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und mach das weg. Aber die ist jetzt noch nicht schlafen. Nee. Nee. Ja, nee. Das wird mir zu stressig, Moni. So, kommt hier jetzt den Slime-Huhn raus? Muss ich bald eine neue Kiste mit Todeskandidaten machen? Wieder kein Slime-Huhn. Gibt's doch nicht. Vielleicht unbedingt sind wir schon fertig. Ne, hier sind wir nicht mehr dabei. Na, der Quarz. Ja, das sind die Leben immer noch nicht. Nee, nur Ines. War ihr zu kalt drin. Und ehrlich gesagt, Kuni, ich kann es verstehen. Vergisst du doch wieder. Nichts. Alles klar. Bitte mach aus und sing nicht. Ja, hast du den geheimnisvollen Skin mitbekommen? Nochmal? Hast du den geheimnisvollen Skin mitbekommen, den Ende der 9 gibt? Nein. Der sieht ganz gut aus. Den sollst du wohl auch verändern können.
Ich hätte einen Slimehund. Es ist doch nicht so schwer, seinen Slimehund zu kriegen. Todeskandidaten. Ich denke, das ist hier fast eine halbe Stunde dran, um Slimehund zu kriegen. In meiner Jacke. Was soll sonst sein? Ein hellgrünes. Ich glaube, ob ich hier falsch mixe. Lehmhuhn und ein hellgrünes Huhn. Ist das nächste 10 Eisenhuhn. Dann haben wir das Eisenproblem definitiv gelöst. 8, 6, 8. Du kriegst raus, du siehst rein. Das wird mal ein schön beschleunigt. Schon wieder ein hellgrünes Horn. Hellgrün ist doch falsch, ne? Ein grünes Horn. Ich trotte. Machen wir das hellgrüne hier rein und gucken uns das grüne. Dann kann es ja nicht funktionieren. Naja, so, das hellgrüne kommt in die Überlebenskiste. Heißt, Eisen wäre fertig, Eisenhuhn. Der Dreizerhuhn. Das mal hochzupumpen.
Dachte ich eigentlich, ihr kriegt die heute noch voll, die Hühner, aber scheint wohl nicht so. Das ist schon. Ich habe jetzt eine Art von Sniper-Parcours, wenn ich am Baden. Eine Plattform. Hm. Und da kommen immer Ziele, die springen hoch, was es war. Du stehst auf einer Plattform und du kannst dann ganz über den Bergen hinaus gucken. Hm. Und über so kleine Häuser und dann spannen immer so klare Gegner. Gell? Hm. Und die kann man dann abschießen. Eigentlich ganz los. Na, die haben ja jetzt eh noch Sniper, haben sie ja heute rausgenommen. Ja, hab ich gesehen. So schwer einen Slime-Hund zu bekommen. Todeskandidaten. Oh, wieder zu slimy. Guck mal, ob wir einen Slime kriegen. Endlich mal. Und es ist wieder ein grünes hier. Mit dem Slime-Huhn habe ich echt kein Glück. Und wieder ein grünes Huhn. Das Spiel will mich veräppeln. Lebenhuhn, ein grünes Huhn. Hab ich doch. Trotzdem krieg ich kein Slimehuhn raus. Neun, sieben, zehn. So, ich mach mir ein Bier auf. Wenn ich das leer hab, dann geh ich ins Bett. Also, mach das.
Ja, wie gesagt, ich will jetzt noch im Einzelgehen, wieso pennen? Viele neue Dings Fortnite mit Controller. Von mir auch deutlich besser. Ich kann es nicht sagen, warum, aber. Ja. So hat jeder seine Vorlieben. Ich war bei Bauer, bin ich immer mit den Finger durcheinander gekommen. Das kenne ich. Das sag ich jetzt nicht mehr. Ja, wie gesagt, das kenne ich, das Problem mit den. Hast du Xbox zu Hause? Ja. Welche? Die 300 noch was. 60, okay. Also nicht gerade das neueste Modell. Ein PlayStation hast du? Ja, aber nur die 2. Und 3, ja. 2. Weil es geht, ich würde sagen, also probier es mal mit Kontrolle, oder? Die nehmen nur Xbox One, PlayStation 4 Controller. Natürlich! Ah ja, klar. Ja. Ich hatte auch von einem Arbeitskollege von mir, habe ich PlayStation Controller ausgelenkt. Er hat gesagt, ja, PlayStation 3 Controller ist fast gleich wie PlayStation 4. Ich so, okay. Dann bring mal mit, mochte mal versuchen, ne? Weil die immer darüber geredet haben, dass das PlayStation 1 viel genauer ist als das Xbox. Wusstest du denn? Nichts, aber PlayStation 3 Controller geht nicht. Aber wirst du denn gleich wie PlayStation behandelt oder bleibst du weiter ein PC? Du wirst mit Controller-Spiele zusammengesetzt. Aber du hast es eng von den PlayStation-Spielen. Okay. Das heißt, wenn du eindrückst, dann zieht der Auto. Du merkst, ich merke es deutlich jedenfalls. Es heißt nicht, dass jeder Schuss ein Kill ist. Ich dachte, ich hatte es viel krasser vorgestellt, das Aim. So wie Hemmer das gesagt hat, das ist krass. Es ist nicht so krass. Aber. Schüsse. Es gab ein paar Schüsse, wo ich normal sage, die sind daneben gegangen, die. Die sind jetzt drauf. Okay. Ja, vielleicht, wenn ich endlich einen besseren Prozessor habe, dann kann ich an den Rest nachdenken. Aber erstmal brauche ich einen Prozessor. Was ich wirklich von Vorteil finde, muss ich wirklich sagen, es fällt mir deutlich leichter mit Ziehen. Habe ich nicht gedacht, aber es ist wirklich, es fällt mir deutlich leichter.
Hat Himmel nicht eine 4? Ja, Himmel hat eine 4. Das wird aber eine Tolle mitnehmen, da kannst du es machen. Genau, das wäre so eine Idee. Dass wir den immer anschreiben sollen, dann sollen wir seinen Controller mitbringen. Mhm. Aber der braucht. Ist damit, kann ich den mit USB anschließen oder? Ja. Ich denke mal, im Notfall werden die Dinger auch nicht so teuer sein. Hi, du, Frage, wenn du zu uns kommst, kannst du mal deinen PlayStation 4 Controller mitbringen? Mich würde mal interessieren, wie man damit am PC Fortnite spielt. Ja, melde dich einfach. Jetzt bin ich nur noch mit 10 Cent 10 grün. Ey, da war eine voll nicht los. Ich spiele jetzt solo. Hm? Der Typ, der rennt. Der rennt da am Haus. Der wird auch, ich schieße auch immer den Jagdgewehr. Ich treffe ihn einmal. Irgendwie so in Panik, setze ich in der Ecke. Ja? Hm? Er macht gar nichts mehr. Ich stehe neben ihm zu klatschen. Er guckt mich nur an, so über den Scheiß. Geil. Ich habe ihn am Leben gelassen. Hätte ich glaube ich auch. War der gestern, habe ich eine Runde gespielt mit die Jungen. Da haben wir Random Squad gespielt. Das sind zwei von uns. Hm. Ja, zwei von uns. Und dann zwei von einfach normal zwei drauf. Hm. Da kommen wir gerne mit, wir waren zu dritt im Team. Das hieß, ich war mit einer von der Clem im Team und eine, ja, Rap. Hatte, wir haben geguckt, drei Spiele gespielt. Hm. Und, von alle drei Spiele ab. Da glaube ich noch nicht mal 60 Sekunden überlebt oder so. Hm. So. Das spielte mit uns. Dann, ganz unglücklich, wir landen irgendwo, ich sterbe und der andere von der Clan-Server. So, dann haben wir mal zugeschaut. Der hat bei jeder Kiste 3 Minuten gebracht, um aufzumachen. Dann hat er jede Waffe erstmal angeguckt. Dann hat er ein Lagerfeuer gefunden. Hatte Full Life, man hatte keine Schade, platziert das Lagerfeuer, guckt das Lagerfeuer an, ja. Dann lief er, dann wird der Sohn wird kleiner, dann lief er mitten in die Zone rein, statt dass er weggelaufen ist. Ey, der Typ war wirklich neu oder hat uns total verarscht? Das ging gar nicht. Naja. Jede Waffe einmal geschossen, geguckt, scheiße, okay. ich glaube, der war neu. Ja. Also. Aber ich habe mich schlapp gelacht. Ich habe mich schlapp gelacht. Wenn die mal Slime sind. Hat ja mal Zeit. Jetzt dürfen wir mit dem Stehen auf dem Dankeschön.
Ja, manche spielen schon sehr komisch und chaotisch. Ja, tue ich auch an. Ich habe Angst, wenn jemand auf mich zukommt, denn dann wirklich einfach hochzubauen und wie ein Verrückter und so, dann weiß ich ab und zu echt nicht, was ich. Das gebe ich ehrlich zu. Dann, ja, ich weiß eigentlich größtenteils, dass es mein Tod ist und fertig. Weißt du, wenn da so ein Pro-Bauer kommt, die dich gleich da um dich hinbaut und weiß ich nicht. Ja. Ja, mein Problem ist irgendwie immer, damit ich erstmal überlege, ob ich schießen soll. Also. Aber einer von den Jungs hat mir erzählt, aus Tipp: Scheiße auf der KD, ja? Lande jetzt ständig in Tilted. Lande ständig in Tilted. Erstmal 2 Wochen jedes Mal in Tilted landen und versucht da mal erstmal eine Minute zu überleben. Das heißt, nicht zu verkämpfen, einfach auf den Kampf gehen, ne? Hm. Und wenn du dich 20 Mal verbaust, scheiß drauf, versuch es einfach. Versuch einfach zu machen. Er sagt, so habe ich es am Anfang gemacht und das funktioniert wirklich. Ja, Endo war ja früher auch immer in Tilted. Das war irgendwie sein Lieblingsort. Wo ich schon immer gesagt habe, wenn du in Tilted runtergehst, dann bist du eigentlich schon tot. Verstehen, warum der immer wieder auf kreativ mal schlägt. Max hat heute Architekt-Papa gespielt. Hm? Hat er auch gesündet. Leider mit 80 Punkten nicht geschafft. Naja. Ja, aber der hat auch erst Stuhl von einer. Vor Ende. Hm. Das heißt, er hat 5 Spiele gehabt und 18 Punkte. Naja. Bei Troy haben sie eigentlich auch richtig reingemacht. Nochmal? Ich sage, bei Troy haben sie doch auch immer richtig rein. Ich muss ja ganz ehrlich sein, heute ich zähle Max zu der Troy heute. Echt? Wer da bauen kann, schießen kann, ich zähle dazu. Ja. Du hast die erste Runde, dass er gespielt hat, ging er mit, glaube ich, 10 Ks raus. Und da hat das Ding dann gewonnen. Läuft. Du musst zum Schätz gleich mal die Wiederholung seines Streams da angucken. Das Ich weiß nicht, warum ich bei Ihnen gar keine Informationen kriege, weder von YouTube. YouTube hab ich erstmal abgeschaltet. Da hat schon gleich nur 2 Strikes bekommen und sie habe ich gesagt, ne. Echt wegen Musik oder was? Das ganze Problem ist, dass er im Discord ist und dass jemand anders da Musik in einspielt. Ah ja, da muss er direkt in einen anderen Channel gehen. Ja, und das hat er gemacht. So, und dann kommen, move sie wieder dahin und dann machen sie wieder Musiker. So, und da habe ich gesagt, Max, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dass die YouTube sind, sondern kontinuierlich Strikes. Naja, im Notfall könnt ihr ja mal entweder bei Andrew
oder bei mir auf Discord gehen, dann und von da aus streamen, da muft euch dann keiner hin und her. Und dann ist gut. Muss es sowieso mal wieder eine Runde mit dem Zocken, dass wir mal bei der New Season wurde neue Schirm, dass wir einen Sieg holen und dann aber der Siegerschirm von der neuen Season auch. Ja, das dauert ja noch ein bisschen, bis die kommt, ne? Ja. Kommt jetzt erstmal noch ein Event. Was sie jetzt schon angekündigt haben. Mhm. Damit sie was machen können, in der Zeit, bis die neue Season kommt. Was fehlt jetzt endlich noch? 1, 2, 3 schicken. Was soll das noch mehr? Ein Bluthahn. Macht man aus. Ein Schleimhuhn und ein Radtun. Klauswurm macht man aus. Netterquad und ein gelbes Huhn. Netterquad haben wir doch in groß. Netterquad. Unten. Wie sieht gerade das aus? Der Backquart und so. Wetzel und Nellack. Ne, halt mal. Wetzel hatten wir. Holz und Schneeballfeuerstein. Das könnten wir schneller hinkriegen. Erste Klasse. Können wir das zurückpacken? Jetzt können wir das auch zurückpacken. Das soll ich auch erst mal mitnehmen. Nicht kontinuierlich kreativ switchen. Die auch erstmal. Jetzt können wir da reinpacken. Zwei Essen dazu packen. 10. So, dann haben wir hier die Glashühner. Jetzt sind die Eisenhühner. Ich
Rüstung noch im Haus. Metaquad und einen gelben Hund. Metaquad können wir nämlich hier rausnehmen, haben wir auch 10er. Und dann haben wir noch. Gelben Hund. Dann nehmen wir mal die Brutkammer. Metaquad und gelben Hund. Angriffsdorn. Und zwei Angriffsdorn hinter. Ab ins Resultat. Einer kann weiter drüben dort reingepackt. Quatsch haben wir jetzt woanders ausgehoben. Ja. Das ist der Vorteil, dass ich sage, öfters mal mehr Quatsch und gelbes Huhn. So, jetzt gehen wir zurück. Was haben wir jetzt noch? Nein, da wollten wir nicht hin. Was ist das? Okay. Ein Goldhuhn. Goldhuhn. Eisenhuhn und ein gelbes Huhn. Da gibt Gold. Eisen. Das sind wir noch nicht auf 10 Zähne. Ne. Haben wir noch nicht auf 10-10 das Eisenhuhn. Doch, haben wir. Eisenhuhn und ein gelbes Huhn haben wir hinten drin. Ab in die Breeding-Station. Essen dazu. Uhr geschnappt. Bin gespannt, wie in dem Modpack das wird. Da musst du ja einen Huhn machen als Enderdrache. Okay. Und auch einen Huhn als Chaos-Dragon. Erste Goldhuhn. Dann gibt man ein zweites Goldhuhn. Okay.
So, wo haben wir die Eisen hier? Ups. Dann Glas. Eisen hier sind jetzt definitiv voll. Ne, eins fehlt mir noch. Und jetzt haben wir von woanders geholt. Da können die gelben Finger da hin. An die Überlebenskandidaten vorerst. So, hatten wir 16 Eisen wieder. Bluthuhn da. Schleimhuhn und rotes Huhn. Ja. Schleim ist noch nicht so annähernd dran. Kakaobraun tun und Glauben. Glauben. Leben. Glauben. Die kommt uns auch nicht aus dem Hintern. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal nicht weiter. Diamanten, Glashuhn und Gold. Bluthuhn und Eisenhuhn, das heißt, wir müssen jetzt echt warten, bis sie fertig werden. Gut, dann gehen wir die Quests mal ab, die 12, und kriegen ehrlich gesagt schon wieder nur Mist. Oh, ein Rätselofen können wir gebrauchen. Ein Ultimate Furnace eigentlich nicht wirklich. Tort Launcher auch nicht. Item Magnet. Ein leer Metallbahn. Und Autosmittel erst recht nicht mehr. Aber gut, alles in ME-System, da ist noch Platz. Von offen ist der Ultimate Furnace, glaube ich, schneller. Aber gut, wenn wir schon Strom verbrauchen, dann richtig. Das wird jetzt auch Lebenhühnchen, das heißt, wir uns um dem auch keinen Kopf mehr machen. Braucht noch eine Weile, Glas braucht auch noch eine Weile. Slime ist gleich mal
ein Stückchen weiter. Ja. Und Gold braucht auch noch 10 Jahre. So, das heißt, die Hühnerquest kriegen wir leider nicht mehr in dem heutigen Stream voll. Vielleicht morgen Abend, wenn ich vom Geburtstag wiederkomme. Mal im nächsten Stream auch noch ein bisschen schön dran. Wie small ist es schon? Zu finden. Hier haben wir noch Small Storage, Medium Storage, Long Storage. Das ist noch nicht mehr. Da gibt es natürlich ein Hühnchen. Oder Kohle in ins Power, das kommt später.
Fahrzeug haben wir auch nicht, also kriegen wir das Ding nicht erhöht. Von erste Durchsohn ist da. Das ist auch gleich das erste fertig. Bei Eisen auch gleich. Gut, dann schieben wir das mal in die Todesliste. Mit dem nehmen. Und den woanders hinstellen. Weil es die Hühner sind, die überleben sollen. Und nicht alle das Thema. Beziehungsweise könnte ich später sterben, wenn ich mit allem durch bin. Die brauchen noch 94%, wenn wir das boosten. 98, 99. 100, 3, 3, 3. So, der Stream ist schon fast zu Ende. Wie gesagt, leider schaffe ich es heute nicht mehr. Den Chicken Quest zumindest erst noch zu Ende zu machen. Aber wir haben eine Menge geschafft heute. Eine Menge Hühnchen zusammengezüchtet. Und jo. Ich glaube, ich habe damit schon meinen Rekord. Damit würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, danke für die Loots, danke für... Was? Was hast du gerade gesagt? Achso. Jo, danke für die Abos und Follow. Und falls ihr die Wiederholung auf YouTube seht, wenn ihr Bock habt und noch keine Abonnenten seid, abonniert mich, lasst ein Like da, einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Stream. Bye bye, ciao ciao, ich bin Uwe Haus.